Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute habe ich was ganz Besonderes für euch dabei. Ich war auf der Nova und habe das Erlebnisrestaurant Time Machine für euch besucht. Und danach gehen wir zum Hamburger Hafengeburtstag, der war letzte Woche. Aber ich zeige euch mal, wie wir da produziert haben, was wir da gemacht haben und wir gucken uns das Auslaufen an. Bitteschön. Einen Traumurlaub am Mittelmeer, das geht so einfach und so abwechslungsreich, wenn ihr auf AIDA Nova geht, die ist nämlich gerade im Mittelmeer. Und wenn ihr auf AIDA Nova seid, dann geht auf jeden Fall in die Time Machine. Das ist ein Erlebnisrestaurant der ganz besonderen Art. Und was da passiert, das zeige ich euch jetzt. Ich stehe hier vor der Time Machine, einer weiteren fantastischen Destination auf unserem Schiff. Und ich zeige euch mal, was hier drin passiert. Und ich bin mir ganz sicher, wenn ihr das gesehen habt, dann wollt ihr da auch hin. Komm mit! Und jetzt sind wir in diesem wunderbar geheimnisvollen Restaurant und neben mir steht der Mann, der euch jetzt erzählt, was hier passiert. Meine Damen, meine Herren, liebe Kinder, mein Name ist Tempus, Professor Tempus. Ich bin der Erfinder dieser wunderschönen Zeitmaschine nach den Plänen meiner Großtante Katharina, die da hinten in Öl zu sehen ist. Was erwartet Sie? Eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit, wo ich Ihnen etwas Schönes zeigen möchte. Wir werden wunderschöne Riffs sehen, wir werden so einiges erleben, ich möchte nicht zu viel verraten. Und währenddessen werden Sie ein herrliches, von meiner internationalen, formidablen Küchencrew serviertes Dreigangmenü serviert bekommen. Mehr möchte ich momentan nicht verraten. Seien Sie mein Gast, seien Sie dabei, wenn wir auf Zeitreise gehen. Wunderbar, das war eine tolle Zeitreise. Das ist immer toll, wenn die Kinder mit einbezogen werden. Das ist super. Letzte Woche war in Hamburg Hafengeburtstag, ein riesiger Event und für euch übertragen wir immer das Feuerwerk live. Und wie wir das gemacht haben und wie viel Aufwand das eigentlich macht, das zeigen wir euch jetzt in diesem kleinen Hintergrundbericht. Das haben die Kollegen wirklich toll gemacht und sie haben auch noch moderiert dazu. Großartig, guck mal. Mein Name ist Tobias Wölfle und zusammen mit unserem Team sind wir zuständig für alle Filmproduktionen, die an Bord unserer Flotte stattfinden und den Sendebetrieb aller 13 Schiffe. Heute senden wir live vom Dach des Deutschen Wetterdienstes aus dem Hamburger Hafen für den Hafengeburtstag 2019 und wir haben heute den ganzen Tag schon aufgebaut und vorbereitet und hatten gerade Regiebesprechungen, wo alle Teammitglieder nochmal gesagt bekommen, was eigentlich heute ihre genaue Funktion ist und wie wir den Ablauf genau gestalten. Die Live-Sendung übertragen wir natürlich nicht nur auf die AIDA Facebook-Seite, sondern auch auf alle Schiffe der Flotte. Insgesamt arbeiten an dieser Sendung 35 Menschen, die den ganzen Tag über hier schon aufgebaut haben. Die technische Herausforderung hier ist, dass wir nicht auf unserem Schiff sind, wo wir die normale Übertragungstechnik haben, unsere ausgebauten Regien, sondern dass wir eine mobile Regie aufbauen müssen. Und auch die Übertragung ist nicht ganz so trivial und so einfach. Im Normalfall würden wir das dann per LTE lösen, also per Handynetz, was hier beim Hamburger Hafengeburtstag natürlich nicht möglich ist, weil knapp 1 Million Besuchern ist natürlich das Handynetz einfach überlastet und deshalb machen wir das hier über eine mobile Satellitenleitung, die wir aufgebaut haben. Und so senden wir eine halbe Stunde zu Facebook und auf alle Unterschiffe. Ja, das ist schon ein bisschen aufregend hier gerade. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin tatsächlich das allererste Mal bei einem Hafengeburtstag dabei. Und wenn ich hier mal so runtergucke, also der ein oder andere hat sich hier schon hin verirrt. Und das ist eine andere Situation als im Studio. Kenne ich so noch nicht. Und also ich kann schon nicht sagen, ein bisschen aufregend bin ich schon, ja. So, die letzten Vorbereitungen sind jetzt auch wirklich abgeschlossen. Alle Kameras und unsere Regie hier oben ist sendebereit. Und ja, AIDA Perla ist gleich auf Position und dann freuen wir uns hier auf eine tolle Sendung. Guten Abend, moin, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier live vom Hamburger Hafengeburtstag. Sie werden gleich eine unfassbare Lichtinszenierung sehen, außerdem danach noch ein fulminantes Feuerwerk.
Das Auslaufen bei einer Schiffsreise ist was ganz Besonderes. Das Auslaufen mit zwei Schiffen ist noch viel besonderer. Das Auslaufen mit zwei Schiffen vor riesiger Kulisse und die Sonne lacht und das Ganze in Hamburg, mehr geht nicht. Guck mal. Und wenn ihr auch mal diesen besonderen Moment des Auslaufens erleben wollt oder wenn ihr tolle Restaurants besuchen wollt, wenn ihr mehr wissen wollt über Kreuzfahrten, dann geht ihr in euer Reisebüro oder auf www.aida.de. Und hier kommt sie, ihr habt drauf gewartet, die Verlockung der Woche. Bitteschön. Wir starten in Kiel und fahren als erstes nach Tallinn. Es geht weiter nach St. Petersburg in Russland und nach Helsinki in Finnland. Wir besuchen noch Stockholm in Schweden und reisen zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Kiel. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von unseren Reisen, von den schönsten Schiffen der Welt und die tollste Musik von unseren Kollegen von dort. Bitteschön. Made me make it through.